Hallo Leute, weiter geht's bei Nexomon. Wir wollen scheinbar an einer Aufführung teilnehmen, respektive teilhaben, die irgendwo im Norden stattfinden muss, vermutlich. Und zwar spielt da die Aufseherin von hier mit. Ganz schön viele Leute. Was ist denn hier los? Lasst uns einfach durch, okay? Ja, ich dränge mich überhaupt nicht vor. Hey, geh zurück in die Schlange! Wofür ist diese Schlange? Müsst ihr mich verarschen? Das ist die Schlange für das Konzert heute Nacht. Ihre wird diesen Ort rocken. Die Aufseherin, sie ist ein Rockstar. Wie kannst du das denn nicht wissen, hä? Verschwind von hier. Es sind sowieso bereits alle Tickets ausverkauft. Aha. Ich darf hier nicht sein. Wie unfair. Also wird Aufseherin Ira auf der Bühne sein. Was sollen wir tun? Wir können sowieso nirgendwo Tickets kaufen. Ich denke, wir sollten nach einem anderen Weg hineinsuchen. Lass uns mal die Stadt auschecken. Hab ich doch schon. Ich habe nichts gesehen. Außer hier hinten, wo diese zwei möchtgern Bodyguards stehen. Was? Verpiss dich. Stadt auschecken. Oh, da ist noch ein Item. 200 Münzen, einfach so. Habe ich hier zuvor übersehen? Oh. Hey, ist das nicht Ron? Hallo Freunde. Bist du auch für das Konzert heute Abend hier? Hast du nicht zufällig Reservetickets, oder? Vielleicht, eventuell. Ja. Ich wette, das kostet sehr viel. Was willst du von uns? Okay, wenn du darauf bestehst, mir auszuhelfen, habe ich etwas, worum ich dich bitten könnte. Also, einer meiner Angestellten ist verschwunden, zusammen mit einem sehr, sehr wertvollen Paket. Würdet ihr eventuell nach ihm suchen, oder? Was für ein Paket? Wer weiß das schon? Ein anonymer Kunde bezahlt eine bedeutende Summe für eine sichere und schnelle Lieferung. Ich kann nicht zulassen, dass dem Gegenstand etwas passiert. Er ist dafür zu wichtig, verstehst du? Okay, gut. Gibst du uns die Tickets, wenn wir dieses Ding für dich finden, richtig? Ich halte mich an mein Wort, miau. Toll. Das ist ein seltsamer Typ. Das geht. Ich denke, das ist unsere Chance, Ira zu treffen. Wie schwer kann es sein, diesen Typen zu finden? Wir können diesen Ort verlassen, wenn wir nach Osten gehen. Mach dich bereit. Danke, dass du mir sagst, dass ich nicht die Stadt absuchen muss. Das ist nett. Ja gut. Ja gut. Vielleicht finden wir noch irgendein cooles, seltenes oder mega seltenes Nexomon. Aber scheinbar nicht das. Elektrische Flut! Was ist das für ein dummer Würfel? Ganz im Ernst. Und Level Up für Akka. Das trifft dich gut. Moment, lass mich mal was nachschauen. Nee, nicht da. Datenbank. Ja, da steht immer noch nichts von wegen. Entwickelt sich. Schade. Ich nehme an, das ist auch ganz unten. Ja, hier. Das letzte. Auf Level 36 entwickelt es sich nochmal. Und du auf 32. Du auch auf 32? Du wärst auch sehr cool gewesen. Du entwickelst dich auch? Das ist... Oh mein Gott. Ja, ein paar Nexomon finde ich gar nicht so cool, aber ein paar sind witzig. Okay, nochmal für die ganz Dummen. Ist Elektrizität wirkungsvoll gegen Wind? Offensichtlich ja. Offensichtlich ja. Warum ich das weiß? War nur so eine Idee. Aber es ist schon ein bisschen unschön hier, nicht wahr? Da unten das Gebäude völlig zerstört, in der Lava drin, ja. Okay, solche Gegner sind gut. Da können wir ein bisschen leveln. Akka, was soll das? Was soll das?
Nochmal Level Up, perfekt. Ja, und so heilt es sich dann auch, das ist ziemlich cool. So, schauen wir uns noch das an und dann verschwinden wir. Ja, die elektrische Flut kommt. Gehen wir auf Nummer sicher. Hat das so eine schlechte Trefferquote? Nicht Blendung! Paralyse, ey. Wir verschwinden. Sowas will ich mich gar nicht erst rumschlagen müssen. So, wir gehen. Paralyse und Verwirrung und Schlaf, ey, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Davon will jemand kämpfen, das sehe ich doch. Außerdem sehe ich ein Item. Aus dem Weg! Wer stört? Was? Hey, diese Knechte arbeiten für den Nexomon. Was sollen wir tun? Naja, das liegt bei dir, aber bedenke, dass wir das verschwundene Paket finden müssen. Vielleicht war das der Typ, den wir suchen, das kann ja sein. Dann... ja, kämpfen wir. Ich bin nicht für die Sitze an diesem Ort gemacht. Weißt du, was erfrischend wäre? Ein Nexomon-Kampf. Und du meinst, dass das erfrischen würde? Meinetwegen. Meinetwegen. Slippery. Okay. Elektro gegen Wasser. Was ist mit dieser Attacke los? Eisangriff. Okay, pass auf. 80%ige Trefferchance. Warum trifft denn das nie? Das ist nur 40. Mach mir das. Ja, ist sehr effektiv. Element. Was? Was hat der gemacht? Weiß es nicht. Triftel. Oh. Macht jetzt mehr Schaden. Ich muss treffen, komm schon. Danke. Doch das gefällt mir. Diese komische Schildkröte. Ja, die komische Schildkröte, da gefällt mir. So, das war's. Und noch eines. Was bist du denn? Mandras. Au. Ja gut, wir machen weiter. Ja, gegen Pflanzen nicht sehr effektiv. Aua. Hobbeln, du bist dran. Zerschmetternder Wind. Es reicht nicht. Au, warum bist du so stark? Ich glaube, Hobbin hat so dermaßen wenig KP. Ich glaube, das ist sein Hauptproblem, oder? Oh, danke, Kumpel. Ich fühle mich jetzt viel besser. Nexokämpfe sind die Lösung für alles. Wusstest du das schon? Nee, weiß ich nicht. Was ist das hier für ein Schild eigentlich? Nexus-Gates gefunden. Rüste diesen Gegenstand im Inventar aus, um schneller laufen zu können. Wie bitte? Oh, hier. Nexus-Gates. Habe ich das jetzt? Ja, jetzt bin ich... oh, ich bin schnell unterwegs. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Ja, seht euch die KP an. 57, das ist halt nix. Hobbin. Was mache ich nur mit dir? Soll ich hier hingehen? Was soll ich den anderen Typen hinterher? Das ist eine gute Frage. Das reicht natürlich wieder nicht. Feuer macht nichts. Nee, es macht gar nichts. Perfekt. Perfekt und bis. Irgendjemand hatte wieder ein Level-Up. Perfekt. Da unten ist aber nichts. Nein. Gib mir das noch. Pira. Sieht auch ein bisschen seltsam aus. Flamme. Völlig in Ordnung. Und bis. Ja, wir gehen noch ein bisschen nach Osten. Nur kurz. Wollte schon sagen, was passiert da? Ich hol mir mal das Item da hinten. Gegengift. Nee, irgendwie glaube ich, dass es hier weitergeht. Wir verfolgen zuerst die anderen. Nochmal Pira. Könntest du bitte
Gegner mit einem Schlag besiegen, das wäre ziemlich nett. Kopfstoß, nein. Verwirrt. Das tue ich mir halt nicht an. Das tue ich mir halt wirklich nicht an. Ich sollte Frolf heilen, aber ja, nee. Aber Leute, wir haben die Nexus Gates. Ist nicht cool? Komm schon, das schaffst du mit einem Schlag. Offensichtlich nicht. Schlaflied. Danke. Diese Statusveränderungen. Oh, Level Up. Perfekt. Das bedeutet wieder eine Heilung. Moment. Moment, 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 Moment. Item. Und außerdem können wir definitiv in dieses Gebäude rein. Und wir können hier unten auch noch weiter. Auch hier nach links. Oh, wow. Wir haben hier 700 Wege. Warum kann ich hier hingehen? Ha! Ich meine, es ist nett, dass ich hier hingehen kann, aber... ich kann da nicht wirklich was tun. Schauen wir hier doch rein. Ich sehe hier quasi gar nichts. Was sind das für Teile? Piep, piep! Projekt Pixekain. Eintrag 377. Um die Lebensbedingungen in Pixekai korrekt zu testen, haben wir versucht, das menschliche Leben zu simulieren. Wir haben Pixekai mit so vielen virtuellen Menschen, wie wir konnten, zusammentreffen lassen. Es hat gut funktioniert bis... bis was? Eintrag 241. Bäume, Berge und Nexomon. Wir haben unser Bestes getan, um Pixekai im Bild unserer eigenen Erde darzustellen. Leider ist da noch ein weiteres Ding, das wir im Gemälde abzeichnen müssen. Was labern die da? Oder was ist das? Die Zeit wird knapp für uns. Als der Omnicron auftauchte, mussten wir schnelle Vorbereitungen für den Pixekai-Bunker treffen. Wir müssen das richtig stellen. Das Schicksal der Menschheit ruht auf unseren Schultern. Da steht ein Stuhl davor, das kann ich nicht lesen. Pixekai, was ist das? Fehlen mir da gewisse Informationen, die ich haben könnte oder sollte? Vielleicht. Oh, ich verstehe, glaube ich. Okay, es ist einfach nur eine Abkürzung, nehme ich an. Gehen wir mal außenrum. Gehen wir mal außenrum. Mein Freund kommt kaum hinterher. Seit ich die Skates habe. Ja, doch, doch, doch. Die Skates, die machen mein Leben schon ein bisschen leichter. Schließlich nichts verpassen, deswegen kämpfen wir! Ich habe bald einen Auftritt. Ich kann mit diesem Stress nicht umgehen. Das ist der Grund, warum ich mich oft durch das Kämpfen mit anderen Themen ablenke. Was sagst du? Ich sage, lass uns kämpfen. Ein WZ, was bist denn du? Steinschlag! Mist, nicht effektiv. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, da benutzen wir halt die... nee, 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 den Biss. Macht immerhin ein bisschen was. Weil der Wind besiegt mich beinahe. Das war's für dich. Ich muss mich mehr mit den Elementen befassen. Pyrobombe? Das war nicht fair. Ich brauche unbedingt einen Wasserkämpfer. Unbedingt. Verprügler. Schlitzer. Autsch. Schlitzer ist halt auch so mächtig. Nee, trifft nicht. Mir auf einen Kick. So ein Kick von dem Känguru tut bestimmt weh. Zafucker, was bist denn du für ein... ja, was ist jetzt? Gefesselt. Ich kann aber angreifen, oder wie? Scheinbar nicht. Gefesselt ist quasi gleichbedeutend mit paralysiert oder was. Und Schlaf. Nehme ich an. Es geht halt auch nicht weg. Es geht halt auch nicht weg. Das ist so dumm. So, ich hab die Schnauze voll jetzt.
Tempestra, zeig, was du kannst. Reicht nicht. Okay, so stark sind wir. Wobei, doch, der Schlitzer. Ich hätte den Schlitzer einsetzen sollen. Jagdstrich. Schön. 106. Das ist Schaden. Ja, ich hab verloren. Jetzt bin ich wegen des Auftritts noch mehr beunruhigt. Tja. Ich glaube nicht, dass es mein Problem ist, oder? Nehme dich an die erste Stelle. Ja, ich verliere hier zu viele meine Nexomon im Kampf. Mega selten! Ponyrus! Ein Ponyrus! Was mache ich denn? Tornado! Ponyrus! Es hat auch wieder ein Windtyp! Es hat auch wieder ein Windtyp! Das ist ein bisschen das Problem. Schlangenaugen. Drift und mein Angriff ist gesunken, ja. Ich habe schon 3 goldene Nexotraps? Ja, da können die legendären Nexomon ruhig kommen, würde ich sagen. Und mega selten! Yeah, Ponyrus! Box. Ist mega selten, deswegen will ich es mitnehmen. Versteht sich von selbst. Dann habe ich hier noch was. Oh, gleich wieder eine neue Nexotrap. Das ist nett. Das ist sehr nett. Und hier unten sollten wir gleich auf bekannte Wege stoßen, ja. Oben bei der, die. Machen wir das. Ah nee, bringt ja nichts. Wind nicht gut gegen Feuer. Oh, Barriere. Neonfluss. Was? Burnout. Du boostest dich gerade ein bisschen zu viel für mich, ja. Bin ich nicht so gut. Ja, was sollte ich zuvor sagen? Ja, bekanntes Gebiet. Da oben. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Nee, gegen dich will ich nicht kämpfen. Du nervst. Gewaltig. Da oben waren wir zuvor schon. Und ja, wenn sie kämpfen will, dann tun wir das. Die Luft ist so giftig in der Stadt. Aber es ist schöner hier, weit weg. Bist du hier, um mir meine frische Luft zu stehlen? Komm, versuch es. Ja, ich stehle Luft. Das Traurige ist, heutzutage wird das bald Realität sein. In was für einer Form auch immer. Kindala. Donner! Uff, nicht so viel Schaden. Flamme. Viel zu viel Schaden. Ich versuche mal schneller Ausbruch. Kann ich eher ausweichen. Das hat ja gut funktioniert. Jetzt bin ich gefesselt. Ach Gott, ist das ein Kack. Ja, das Au... Doch, ich wollte schon sagen, das Ausweichen funktioniert ja ein bisschen. Gefesselt. Gefesselt. Sehr schön. Immer noch gefesselt. Immer noch gefesselt. Ey, es ist so dumm, ne? Aber, das Ausweichen ist wirklich gut. Das Ausweichen ist halt wirklich gut, glaube ich. Seht ihr? Kann mich halt gar nicht mehr treffen. Ist auch ein bisschen OP. Merken wir uns. Merken wir uns. Das bleibt halt auch. Slytherin. Oh. Was war das denn? Okay, jetzt. Genug gespielt hier. Schlitzer. Genug gespielt. Was bist denn du? Was? Feenhafter. Heulender Wind. Das wurde mir ein bisschen zu gefährlich. Ja, toll, ne? Jetzt ist mein Team wieder ziemlich am Arsch. Ja, du bist wirklich stark. Wenn du etwas frische Luft willst, solltest du den Dschungel im Süden besuchen. Sollte ich das? Es gibt so viele Wege, verdammt nochmal. Aber Leute, ich glaube, das Beste ist,
wenn wir heute den Part beenden, ich werde zurücklaufen, meine Nexomon heilen und dann sehen wir uns hier wieder mit gehaltenen Nexomon. Leute, für heute war es das mit Nexomon. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.